Am 28. Oktober waren es weniger die Spaziergänger, die den Stadtpark in Hainichen in Beschlag genommen hatten, sondern Hainichener, die den Park putzten. Zum diesjährigen Bikepflegetag. Seit 2015 haben wir diesen sogenannten Bikepflegetag. Maßgeblicher Initiator ist ja unser Bauamtsleiter, der Thomas Böhme. War die Frau Pilz vom Planungsbüro, die hinter mir jetzt gerade die Frühblüher einbringt. Da freue ich mich also ganz besonders, dass gerade die Frau Pilz von dem Planungsbüro, obwohl jetzt ja der Auftrag weitestgehend erledigt ist, trotzdem immer noch freiwillig hierher kommt und mitmacht. Heute früh um 8 zur Begrüßung waren, ja, ich würde vielleicht so 35 Mann. Es hat in Strömen geregnet, trotzdem war eine sehr gute Resonanz. Jetzt kommt, gerade wenn wir das Interview machen, die Sonne raus. Aber trotzdem, ich denke, die Leute sind schon ein bisschen nass. Es wurden Bäume gepflanzt, es wurde natürlich große Teile, also wie die Freilichtbühne, wurden vom Laub, vom Herbstlaub befreit. Hier werden hinter uns waren also Frühblüher eingesteckt, das sind also Blausternchen. Und jetzt werden gerade die Schneeglöckchen eingepflanzt. Also ich hoffe ja schon, dass wir dann nächstes Jahr im Februar, März dann hier wieder blaue Teppiche haben, dass wir Drehbach ein bisschen Konkurrenz sogar machen von den Wiesen her. Ja, ansonsten ist es eine tolle Aktion. Es sind alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten. Es sind Jugendliche dabei, es sind Rentner dabei, es sind Vereine dabei, der Jugendclub Bertelsdorf, der Motorsportverein ist mit dabei, habe ich gesehen, die sich also mit einbringen. Der Tuchmacherverein ist mit dabei. Also ich denke, eine Stadt kann sich glücklich schätzen, wenn man im Gemeinwohl und im Gemeinsinn solche Aktionen auf die Beine stellt. Oft sind solche Aktionen ja Eintagsfliegen, die werden einmal gemacht und dann nicht wieder wiederholt. Wir machen seit 2015, also man kann hier schon berechtigterweise von einer Tradition sprechen, die sicherlich auch nächstes Jahr wieder ihre Fortsetzung findet. Ich danke ganz, ganz herzlich allen, die heute hier anwesend sind, um unseren Park winterfest zu machen. Und es ist wirklich eine bewegende Sache, wenn ich dann sehe, wie viel Hainichner, die auch vielleicht jetzt andere Dinge zu tun hätten, sagen, nee, also diesen halben, dreiviertel Tag, den nehme ich mir ganz bewusst, um auch meiner Stadt was zu geben. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache und spricht, denke ich, auch dafür, dass wir in Hainichen momentan doch ein gutes Miteinander haben. Möge es noch lange so bleiben. Zusammen wurde an dem Tag jede Menge geschafft. Klassisch mit Laubbrechen und Schaufel, aber auch große Technik wurde aufgefahren. Für Arbeiten, die nur schwer per Hand zu bewerkstelligen wären. Die Stadtparkbewohner beäugten das Geschehen neugierig. Und die Spaziergänger dürfen sich wieder über einen herausgeputzten Herbstpark freuen.